Heute geht es aber um das Thema die Geschlechterordnung und der Trieb. Und da habe ich mich vorher gefragt, was ist eigentlich die Relevanz der Problematisierung der Geschlechterordnung bzw. des Geschlechterverhältnisses? Warum machen wir das hier? Und da bin ich darauf gekommen, dass das Geschlechterverhältnis einmal ein ganz entscheidender Faktor unserer Subjektivität ist. Die Subjektposition im Geschlechterverhältnis ist etwas, was uns ganz fundamental antreibt. Unser Sein, also unser Denken, Fühlen und Verhalten in vielerlei Hinsicht bestimmt. Das hat damit zu tun, dass die Konstitution geschlechtlicher Subjektivität ganz wesentlich mit den Triebschicksalen verbunden ist. Dass es hier also um eine sehr tiefliegende Ebene der Subjektivität geht. Gerade in Bezug auf das Geschlechterverhältnis wird aber auch deutlich, dass wir am tiefsten Grund unserer Subjektivität gesellschaftlich Bestimmtes vorfinden. Auf der anderen Seite ist das Geschlechterverhältnis zugleich auch ein Verhältnis, durch das die Gesellschaft ganz grundlegend strukturiert ist, und zwar in einer Weise, die für die weibliche Subjektposition nach wie vor nicht mit Gleichwertigkeit verbunden ist. Das hat unter anderem damit zu tun, dass der Geschlechterdifferenz eine bestimmte Bedeutungszuweisung unterlegt ist, wie das Männliche als aktiv oder aggressiv und das Weibliche als passiv oder schwach ansieht, wobei Zweiteres gegenüber dem Ersteren als minderwertig erscheint. Für die deswegen notwendige Kritik des gesellschaftlichen Geschlechterverhältnisses wird es aber sinnvoll sein, sich mit der psychischen Konstitution der geschlechtlichen Subjektposition und ihrer Gründung im Trieb auseinanderzusetzen. Dafür bietet die Psychoanalyse außerordentlich hilfreiche Konzepte. Und deswegen haben wir Sebastian Winter eingeladen, um uns diesen Vortrag dazu zu halten. Sebastian Winter ist, wenn das noch stimmt, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Interdisziplinären Zentrum für Frauen- und Geschlechterforschung der Universität Bielefeld und Mitglied des Koordinationsteams der Arbeitsgemeinschaft Politische Psychologie. Er hat mit einer Arbeit zum Thema Geschlechter- und Sexualitätsentwürfe in der SS-Zeitung Das Schwarze Korps eine psychoanalytisch-sozialpsychologische Studie promoviert. Und nun freuen wir uns auf den Vortrag. Schön, dass du da bist. Ja, danke für die ja auch schon inhaltlich recht umfängliche Einführung. Danke für die Einladung. Ich freue mich, einen Vortrag draußen halten zu können. Das hatte ich schon ewig nicht mehr. Ist aber bei dem Wetter sicherlich sehr angemessen. Ich hoffe, das haut von der Lautstärke hin, dass man mich auch hinten verstehen kann. Okay, also tendenziell eher noch lauter. Ich hoffe, das halte ich die ganze Zeit durch. Ja, ich habe mir den Abend so gedacht, ganz klassisch, ich werde einen Vortrag halten, nicht allzu lang, gute halbe Stunde, knappe Dreiviertelstunde sowas, sodass wir anschließend dann auf jeden Fall noch Zeit haben für Diskussion. So, das denke ich, ist eigentlich der spannendste Teil des Ganzen. Ja, die psychoanalytische Sozialpsychologie hat als eines ihrer wichtigsten Ziele sicherlich die Analyse und Dekonstruktion von dem, was im Alltag als wahre Identitäten erscheint, deren Wesen, das Wesen von Identität als Abwehrmechanismus, als Illusion, die seelische Konflikte und Widersprüche unsichtbar macht, soll entlarvt werden. Das ist eine der wichtigen Aufgaben von psychoanalytischer Sozialpsychologie. Die Frage lautet dabei stets, was wird durch die diskursiven, kulturellen Identitätsangebote an Nicht-Identischem, wie Adorno sagt, unsäglich und undenkbar? Welche Konflikte werden so scheinbar gelöst? Oder mit Mario Ertheim gesprochen, wie wird dabei gesellschaftliches Unbewusstes produziert? Also es geht weniger um die individuelle Ebene von Unbewusstsein, Bewusstsein, sondern darum, wie etwas unbewusst gemacht wird im Lichte gesellschaftlicher, kultureller Diskurse. Eine solche Identität,
der im Alltagsbewusstsein sehr starke Evidenz zukommt, ist sicherlich die Geschlechtsidentität, Männlichkeit und Weiblichkeit. Im Alltag fühlt sich Geschlecht erstmal an wie ein scheinbar natürliches, unmittelbares leibliches Empfinden. Deshalb ist auch so naheliegend diese populären Erklärungen von geschlechtliche Identität, sexuelles Begehren, das liegt in den Genen, in den Hormonen, in den Hirnen. Meistens ist ja dieser Dreiklang, Gene, Gehirne, Hormone, wo es dann quasi selbsterklärend ist, muss man gar nicht weiter drüber nachdenken. Das ist etwas, was, oder die Kritik an einer solchen Vorstellung teilt die Psychoanalyse mit der konstruktivistischen Geschlechterforschung, die halt Geschlecht eben nicht als Naturphänomen begreift, sondern als etwas, was eine Geschichte hat, als etwas, was etwas Gewordenes ist und was entscheidend ist, was immer auch etwas Konflikthaftes ist, nie etwas Konfliktfreies. So. Ich werde meine Darstellung jetzt zur Rolle der Psychoanalyse in diesen Forschungen anfangen, einmal mit einer Darstellung der Überlegung Sigmund Freud selbst zur Genese von geschlechtlichen und sexuellen Identitäten, Identität immer in Anführungsstrichen, und Begehrensweisen, um erstmal so die Basis zu haben, wie hat der Diskurs in der Psychoanalyse über Geschlecht und Sexualität überhaupt angefangen, und dann danach anschließend werde ich etwas sagen zur Rezeption der Psychoanalyse in den Frauenbewegungen, den feministischen Bewegungen und der sozialwissenschaftlichen Geschlechterforschung. Dabei werde ich auch auf die Rezeption von Jacques Lacan eingehen, und im Mittelpunkt wird dabei immer der Triebbegriff stehen. So habe ich ja den Vortrag auch genannt, die Geschlechterordnung und der Trieb, weil der Trieb sicherlich da ein sehr zentrales, wichtiges, häufig missverstandenes Konzept ist. Wenn ich zu leise bin, müsst ihr mir ein Zeichen geben. Das kann ich hier vorne ja nicht wissen. So, für Freud, Ende 19. Jahrhundert, Wien. Für Freud war der Geschlechterdualismus und die Heterosexualität zwar etwas, was er normativ weitgehend gut hieß, was er aber keineswegs für etwas Selbstverständliches hielt. Für selbstverständlich konnte er das gar nicht halten, weil er in seiner Praxis, in seinen Erfahrungen mit den Patientinnen, den Patienten und auch angesichts der sexualwissenschaftlichen Literatur der damaligen Zeit immer wieder damit konfrontiert war, wie mannigfaltig menschliche Sexualitäten und geschlechtliche Orientierungen sein können. Also als Psychoanalytiker oder auch in der damaligen Sexualwissenschaft gab es eine große Beschäftigung mit allen möglichen abweichenden, von der Norm abweichenden sexuellen Formen, Perversionen etc. Es war für Freud daher naheliegenderweise eigentlich eine spannende Frage, wie entwickelt sich eigentlich so etwas wie eine Heterosexualität, ein heterosexuelles Begehren, das uns dann letztlich so selbstverständlich erscheint meistens, dass es fast angeboren wirkt. Geschlecht ist bei Freud, und damit unterscheidet er sich, das ist sozusagen das Progressive, damals anders als in der damals gängigen Hirnforschung, und auch zumindest deutlicher betont als bei vielen seiner Nachfolgerinnen und Nachfolgern. Geschlecht war bei Freud nicht etwas Primäres, sondern wie gesagt etwas Gewordenes. Etwas, das, wie er sagt, nicht ohne Sträuben sich entwickelt. Also es hat erstens eine Geschichte, so eine individuelle Geschichte im gesellschaftlichen Kontext. Und zum Zweiten ist diese Geschichte immer auch eine Geschichte von Konflikten, von Sträuben. Dieses Wort benutzt Freud dafür. Also die Subjekte sträuben sich auch immer ein Stück weit gegen ihre Geschlechter, die ihnen zugeschriebene Geschlechtsidentität. Freud hat das in einem Zitat ganz gut zusammengefasst. Da sagt er, Zitat Freud, 1933, der Eigenart der Psychoanalyse entspricht es dann, dass sie nicht beschreiben will, was das Weib ist. Das wäre eine für sie kaum lösbare Aufgabe, sondern untersucht, wie es wird, wie sich das Weib aus dem bisexuell veranlagten Kind entwickelt. Das Zitat bezieht sich jetzt auf Weiblichkeit, ähnliche gibt es auf Männlichkeit bezogen. Simone de Beauvoir hat später diese Vorstellung von dem Gewordenen in dem berühmten Satz aufgenommen, wir werden nicht als Frauen geboren, wir werden Frauen aufgegriffen. So, und dieses Werden konzipiert Freud nun als Schicksal des Triebes in Auseinandersetzung mit der Umwelt. Der Trieb in der Psychoanalyse ist ja sicherlich eines der oft missverstandensten Konzepte überhaupt. Ich lehre in Bielefeld in der Geschlechterforschung, Master Gender Studies, und da gibt es immer wieder spannende Diskussionen mit den Studierenden. Wenn ich mit dem Trieb
komme, dass dann ist erstmal meistens die Vorstellung, das ist doch ein biologistisches Konzept. Also genauso wieder wie Gene, Hormone, Hirne, hat man dann jetzt den Trieb. Im Alltagsverständnis wird er oft so verstanden, fast wie ein Instinkt. So. Freud benutzt aber sehr gezielt diesen Begriff Trieb, nicht Instinkt. Das, eine Schwierigkeit ist dabei, dass es ins Englische dann anfangs als Instinkt übersetzt wurde. Das hat zu vielen Missverständnissen geführt. Der Trieb, oder nein, erstmal ein Instinkt. Ein Instinkt, Tiere haben Instinkte. Ein Instinkt wäre ein festgelegtes Reizreaktionsschema. Das heißt, auf äußere Reize reagiert zum Beispiel ein Hund immer mit einer festen Reaktion. Der Unterschied ist, dass... Ja, ist wirklich ein bisschen anstrengend, so laut zu reden. Der Unterschied ist aber, dass Menschen in ihrem Weltbezug zunächst nicht festgelegt sind, dass sie verhaltensoffen sind. Und das trifft auch für den Trieb zu. Der Trieb ist bei Freud gedacht als, wie er es nennt, zunächst polymorph perverser Trieb. Das ist sicherlich auch bei Freud eine bisschen ironisch witzige Formulierung gemeint. Es ist eher ein leibliches Drängen nach Ausdruck als selbst schon etwas Festes. Eher eine Suche, bei der das, was gesucht wird, unbestimmt bleibt. Der Trieb, sagt Freud, bringt sein Objekt nicht mit. Er hat kein Objekt erstmal. Er ist aber eine Suche nach Objekten, nach Befriedigungsmöglichkeiten. So. Und das Spannende ist, oder das Wichtige, dass diese Suche auch durchaus Befriedigungen, Objekte findet, an die sich der Trieb fixiert und die dann eine erstaunliche Festigkeit kriegen im Lauf des Lebens. Alfred Lorenzer, ein wichtiger psychoanalytischer Sozialpsychologe, hat viel später in den 1980er Jahren hierauf aufbauend dann seine sogenannte materialistische Sozialisationstheorie entwickelt. In dieser beschreibt er, wie ein zunächst amorpher Körperbedarf durch die erlebten und kulturell spezifischen Interaktionsformen mit dem Kind und die dabei erlebten und leiblich erinnerten Befriedigungen und Versagungen zu einem konkreten Bedürfnis geformt wird. Also, das ist genau dieser Vorgang, wo der Trieb Objekte findet, an die er sich dann bindet, Befriedigungsmöglichkeiten findet und ein, das ist wichtig, ein leiblicher Drang entsteht zur Wiederholung dieser Szenen. Das Wichtige ist hier die Betonung des Leibes. Da geht es erstmal noch gar nicht um etwas Psychisches, sondern leiblich wird eine Befriedigung erinnert. Und deshalb hat der Trieb auch dieses leibliche Element, dieses Moment von, da drängt etwas in einem, was durchaus im Gegensatz stehen kann zu dem, was man bewusst über sich denkt oder was man bewusst will. Diese größtenteils frühkindlich geformten Bedürfnisse, leiblich als Trieb verankert, stehen allerdings oft quer zu den späteren, im Ernst des Lebens verlangten Verhaltensmustern. Frühere Befriedigungen müssen später eingetauscht werden gegen andere, was nie restlos gelingt. Plastisch gedacht, bei Mama an der Brust zu nuckeln, ist für den oder die Pubertierende ein eher verpönter, peinlicher, meist unbewusster Wunsch, genussvoll in die Hose zu machen, genauso. Also es wird schon, also Befriedigungsmöglichkeiten, die dem ganz kleinen Kind noch durchaus offen stehen, die sogar als niedlich gelten vielleicht, werden, der Ödipus-Komplex ist da sehr zentral, also mit 3, 4 Jahren häufig dann schon verpönt, nicht mehr, auch bewusst nicht mehr verfügbar dem Subjekt. Aber das so unbewusst Gemachte bleibt halt leiblich erinnert und vermag die Ordnung und Identität zu stören. Freud beschreibt nun idealtypische Wege, da ist er wirklich sehr daran interessiert, wie in diesen Triebschicksalen sich eine Geschlechtsidentität, eine heteronormative Geschlechtsidentität, den Begriff benutzt er natürlich noch nicht, und ein entsprechendes Begehren herausbilden kann. Also erstmal geht es ganz allgemein um Triebschicksale, aber die Geschlechterordnung ist ein sehr wichtiger Punkt in diesem Prozess der Systematisierung, welche Befriedigungsmöglichkeiten sind denn überhaupt erlaubt, welche sind verpönt, welche werden peinlich. Und der entscheidende Entwicklungsknotenpunkt hierbei sei, so Freud, der Ödipus-Komplex. Ödipus-Komplex, sicherlich auch so ein mystischer Begriff. Eigentlich ist das überhaupt nicht so was Spezielles. Das heißt einfach ungefähr so die Phase Kindergartenalter, 3, 4, 5 Jahre, natürlich immer unterschiedlich. Das ist auch in aktueller Kindheitsforschung nach wie vor die Annahme, da passiert sozusagen psychisch sehr viel. Die Psychoanalyse denkt immer so in Entwicklungsknotenpunkten.
Ne? Der Ödipus-Komplex ist ein Alter, wo sehr viel passiert. Die Adoleszenz, eingeleitet durch die Pubertät, ist wieder einer, wo auch ungeheuer viel passiert. Spannend wäre zu überlegen, was es für weitere Entwicklungsknotenpunkte gibt. Zum Beispiel das eigene Elternwerden, selbst Kinder kriegen, ist häufig etwas, was nochmal ganz schön viel an innerer Struktur durcheinanderwirbelt. Naja, und so einer dieser Entwicklungsknotenpunkte ist halt der Ödipus-Komplex. Das ist der, mit dem sich Freud vor allem beschäftigt. Vielleicht nur am Rande, in den aktuellen psychoanalytischen Diskussionen wird sehr zentral auch ein noch früherer Knotenpunkt angenommen, der Wiederannäherungskonflikt, so ungefähr mit einem Jahr, wenn die Kinder sprechen und laufen lernen. So. Aber wie gesagt, bei Freud ist halt der Ödipus-Komplex das, was er sich anguckt. Und komplex heißt das einfach nur, weil es so eine komplexe Situation ist mit sehr verschiedenen Erstrebungen und da so viel passiert. Nicht im Sinne von, man hat ja Komplexe oder so. Ne? Das ist, so hat sich das dann nur popularisiert, dieser Begriff. So, der Ödipus-Komplex. Bis hierhin nimmt Freud an, ist die psychosexuelle Entwicklung der Kinder vollkommen gleich, also nicht geschlechtlich unterschieden. Die Kinder, die dann Mädchen werden, die Kinder, die dann Jungs werden, sind psychisch bis dahin identisch. Beide Kinder nehmen die Mutter, so nimmt er das an, sowohl zum ersten Identifikations- als auch zum ersten Liebesobjekt. Und es sei kein geschlechtsspezifischer Unterschied in Ausmaß und Äußerungsformen von Sexualität und Aggression zu bemerken. Dass die Mutter hier das erste Liebesobjekt ist und nicht der Vater oder irgendeine andere Bezugsperson, liegt sicherlich nicht nur an Freuds patriarchaler Voreingenommenheit, sondern auch tatsächlich an den real existierenden Familienformen. Bis heute ist die Mutter in der Regel die Person, die sich hauptsächlich um die Kinder kümmern muss. So, nun aber, nach Freud halt ungefähr so im dritten Lebensjahr, drittes, viertes, würden die Kinder den Unterschied der Genitalien erkennen, wobei dieser Unterschied als mit Penis versus ohne Penis wahrgenommen werde. Ich referiere Freud. Zur Kritik daran kommen wir gleich noch. Dies versetze Mädchen und Jungen in differente Positionen zu den Eltern, zu der Mutter. Ne, das Kind erkennt jetzt sozusagen, ich gehöre zur gleichen Kategorie Menschen wie die Mutter oder ich gehöre zur anderen Kategorie Menschen. Und da haben wir dann noch wieder das Sträuben, das Moment des Sträubens. Zunächst probierten beide Kinder sowohl die männliche als auch die weibliche Position in der ödipalen Problematik aus. Das heißt, beide Kinder identifizieren sich geschlechtlich mit Mutter und Vater und nehmen beide den jeweils anderen zum Liebesobjekt. Das heißt, häufig wird der Ödipus-Komplex ja so verstanden, das Mädchen ist in den Vater verliebt und steht in Konkurrenz zur Mutter, der Junge ist in die Mutter verliebt, steht in Konkurrenz zum Vater. Das schreibt Freud sehr eindeutig so, dass das nur die eine Seite ist. Es gibt genauso auch die andere Seite. Der Junge ist verliebt in den Vater, identifiziert sich mit der Mutter und umgekehrt. Diese beiden Positionen zusammen nennt Freud dann den vollständigen Ödipus-Komplex. Das ist sehr interessant, dass das in der Mainstream-psychoanalytischen Rezeption ganz schön lange einfach überlesen wurde, sodass es überhaupt sozusagen auch den andersseitigen Ödipus-Komplex gibt. So, das Mädchen solle sich nun, so verlangt es die Kultur, um die ihr gemäße sexuelle Identität zu entwickeln, von der Mutter als Liebesobjekt lösen, die Identifikation mit dem Vater aufgeben und diesen oder die durch ihn repräsentierte Männlichkeit stattdessen passiv begehren. Zur Legitimation dieser normativen Annahmen, also das ist ja, Freud beschreibt das durchaus als Zumutung, ne? Es müssen bestimmte Strebungen verdrängt werden, eine Liebe zur Mutter muss verdrängt werden. Um das zu legitimieren, beruft Freud sich auf morphologische Unterschiede. Der Schritt des Mädchens hin zur heterosexuellen Weiblichkeit werde schicksalshaft durch die realitätsgerechte Erkenntnis seiner Penislosigkeit und darauf folgend dem Wunsch nach Erwerb eines solchen eingeleitet. Warum das Mädchen aber sein Genital als defizitär empfinden soll und einen Wunsch nach dem Penis, dieser berühmte Penisneid, entwickeln soll, war für Freud kein Thema, sondern selbstverständlich. Anatomie ist das Schicksal, sagte er. Interessant ist, wenn man sich diesen erstmal ja doch eine ziemliche Zumutung darstellenden Satz, Anatomie ist das Schicksal, wenn man sich den genauer anguckt, ist der aber auch gar nicht so unspannend, weil Schicksal
ist ja in der antiken Tragödie, auf die sich Freud ja viel bezieht, das Schicksal ist ein Verhängnis, gegen das sich permanent gewehrt wird, das zu vermeiden versucht wird, ein Kampf, der das ganze tragische Leben, das macht ja gerade die Tragik dann aus, auszeichnet und mit dem man letztlich scheitert. Also schon in diesem Anatomie ist das Schicksal steckt auch ein Moment drin, von dem sich sträuben gegen die Anatomie, die das Schicksal darstellen soll. Gleichzeitig aber eine Übermächtigkeit. Man entkommt ihm nicht. Entgegen einer eindimensionalen Ableitung eines Geschlechtscharakters aus diesen infantilen Erfahrungen zählt Freud verschiedene psychodynamische Umgangsweisen mit diesem auferlegten Schicksal auf. Entweder, ich bin jetzt immer noch bei der weiblichen Entwicklung, zu der männlichen komme ich gleich, entweder verdränge das Mädchen seine aktiven Wünsche und versuche, Wiederkehr des Verdrängens, von nun an den Penis passiv in Form eines Kindes, am besten eines männlichen Kindes, zu erhalten, oder aber die Verdrängung greife so tief, dass eine neurotische Frigidität das Resultat sein könne, oder aber als dritte Möglichkeit, es bilde sich ein Männlichkeitskomplex aus, so nennt er das, dazu ein Zitat, was nochmal dieses Sträuben, finde ich, deutlich macht. Zitat Freud. Damit ist gemeint, dass das Mädchen sich gleichsam weigert, die unliebsame Tatsache anzuerkennen, in trotziger Auflehnung seine bisherige Männlichkeit noch übertreibt, an seiner klitoridischen Betätigung, also klitoridische Masturbation, festhält und seine Zuflucht zu einer Identifizierung mit der phallischen Mutter oder dem Vater nimmt. Zitat Ende. So, für den Jungen, also das ist schon spannend an Freud, dass er da verschiedene Umgangsweisen aufzeigt. Das Subjekt denkt Freud sich immer als aktiv. Da ist nicht einfach eine gesellschaftliche Zumutung, die wie so ein Prägestempel dann den Charakter formt, sondern er denkt es immer als ja, ein auferlegtes Schicksal, ein tragisches Schicksal, mit dem das Subjekt umgehen muss und wo es unterschiedliche Wege finden kann. Für den Jungen verlaufe diese zentrale Phase psychosexueller Entwicklung weder gleich noch parallel. Seine Entwicklung erscheint Freud zunächst unproblematischer. Er könne prinzipiell sowohl die Mutter als erstes Liebesobjekt behalten, als auch in der Vateridentifizierung verharren. Allerdings wird ihm natürlich ein Triebaufschub bis auf die Zeit nach der Pubertät abverlangt und die Mutter selbst als Liebesobjekt scheidet aus. Es müssen andere weibliche Ersatzobjekte gefunden werden. Und er müsse natürlich seinen negativen Ödipuskomplex aufgeben, also die Verliebtheit in den Vater und die identifikatorische Beziehung zur Mutter. Das Inzestverbot treffe den Jungen dabei härter als das Mädchen, da es bei ihm mit Kastration drohe. Dem Mädchen könne diese Drohung nicht viel anhaben, so Freud, da es sich ja schon als penislos empfinde angeblich. Dem Jungen dagegen mache die Kastrationsangst. Er fürchte, zur Frau gemacht zu werden. Das meint die Kastrationsdrohung. Na, also dem Jungen wird quasi gesagt, hier, wenn du weiterhin so Muttersöhnchen bist und dich mit deiner Mutter identifizierst, anstatt so werden zu wollen wie der starke Papa, dann verlierst du deinen Penis. Also, und der halt als symbolische Instanz gedacht. Du verweiblichst, du wirst kein echter Kerl. Diese Angst von Weiblichkeit angesteckt zu werden, ja, ist halt mehr als nur eine Angst um den Penis als körperliches Organ, seine Bedeutung. Er liegt in der Funktion als Repräsentant der männlichen Position der Unabhängigkeit als Phallus. Sowohl die Identifikation mit der Mutter und ihrer Weiblichkeit, als auch das inzestuöse Begehren nach ihr, gefährdet diese phallisch unabhängige Männlichkeit. Bindungen an weibliche Liebesobjekte werden daher von Männern oft als gefährlich erlebt. So Freud. Die Precarious Manhood Thesis, das ist ein Begriff aus der amerikanischen Psychologie, also die These von der prekären Männlichkeit. Er beschreibt dementsprechend diesen prekären Status von Männlichkeit, die Angst vor ihrem Verlust und das Bedürfnis, sie immer wieder aggressiv unter Beweis zu stellen. Dem Mädchen sei, so Freud, diese Entwicklung so nicht auferlegt, die Identifikation mit der Mutter könne beibehalten werden und letztlich beschreibt Freud für das Mädchen, so Christina Rode-Daxa, eine Theorie der Nicht-Individuation. Also bei Freud wird das Mädchen irgendwie gar nicht so richtig ein eigenes Individuum, ein abgelöstes Individuum, weil es halt in der Identifikation mit der Mutter verharren kann. Die Identifikation wird nicht aufgehoben. So, ne, während der Junge sozusagen sich mit dem Vater identifizieren soll und die erste Identifikation aufgeben. So, ich komme dann jetzt zum zweiten Teil, zur Kritik daran oder Weiterentwicklung. Die Psychoanalyse sorgt bis heute für Kontroversen in der kritischen Geschlechterforschung.
Mal wird Freud Sicht auf den Geschlechterdualismus aufgrund der Entnaturalisierung von Geschlecht als geradezu konstruktivistisch gelobt, so zum Beispiel Ilka Quindow, die das sehr hervorhebt, ne, weil man mit Freud so schön zeigen kann, dass das, was da später als scheinbare Natur, als scheinbar unmittelbares leibliches Empfinden erscheint, dass das halt eine Geschichte hat, eine konfliktreiche Geschichte, die man natürlich noch viel weiter aufdröseln kann, auch als ich das jetzt hier kurz referiert habe. Also da ist ein konstruktivistisches Element drin. Mal wird seine Lehre aber auch als psychologische Legitimierung der bürgerlichen Geschlechterordnung des ausgehenden 19. Jahrhunderts verurteilt, wenn er zum Beispiel so selbstverständlich annimmt, dass das Mädchen schicksalhaft dem Penisneid verfallen ist. So. Auch in den Frauenbewegungen war die Psychoanalyse heftig umstritten. Während die einen Freuds männliche Perspektive kritisierten, betonten die anderen, dass die Psychoanalyse dennoch helfen könne, Geschlechtscharaktere als gesellschaftliche Produkte zu verstehen. Denn schon Freud hatte die Geschlechtsidentität ja nicht als angeboren aufgefasst, sondern als Ergebnis von Verdrängungen, verpönter, unweiblicher bzw. unmännlicher Strebungen. Man kann jetzt so ein paar Debatten unterscheiden, so zentrale Debatten über die psychoanalytischen Geschlechterentwürfe, vor allem über die Weiblichkeitsentwürfe. Männlichkeit, der psychoanalytische Blick auf Männlichkeit ist erst sehr viel später überhaupt kritisch diskutiert worden, was naheliegt, weil diese Debatten vor allem von den damaligen Frauenbewegungen getragen wurden und deshalb eine Konzentration erstmal auf die Weiblichkeitsentwürfe. Diese erste psychoanalytische Weiblichkeitsdebatte erhob sich schon in den 20er Jahren. Da gab es vehementen Widerspruch von Schülerinnen von Freud. Karen Horney ist da zum Beispiel ein ganz wichtiger Name. Das ist spannend an der Psychoanalyse, auch im Vergleich zur sonstigen damaligen Medizin, dass sehr viele Frauen sehr früh selbst halt dann als Psychoanalytikerinnen gearbeitet haben. Und Karen Horney etwa beharrt darauf, dass Weiblichkeit kein Resultat eines Mangels, nämlich der Abwesenheit eines Penis sei. Eine solche Annahme sei Resultat männlicher Überheblichkeit. Theoretisch wirft sie dabei Freud vor, der Biologie zu wenig Gewicht beigemessen zu haben. Sie entwirft demgegenüber ein Modell, in dem eine menschliche Triebnatur in der späteren Kindheit durch eine patriarchale Erziehung unterdrückt werden würde. Weibliche Heterosexualität sei, so Horney, keineswegs das Ergebnis von Penisneid, wie bei Freud. Ne, Freud erklärt sich ja weibliche Heterosexualität daraus, dass die Frauen so gerne einen Penis haben wollen. So, sondern vielmehr eine angeborene Disposition. Von anderer Seite wurde natürlich gerade dieser Versuch der Aufwertung von Weiblichkeit als Renaturalisierung der bürgerlichen Geschlechterordnung wieder kritisiert. Also das ist da in den 20er Jahren, da gibt es eine ganze Menge Leute, die daran teilnehmen, Jones, Helene Deutsch, das ist eine ziemlich große Debatte, Freud selbst schreibt auch dazu. Durch den Machtantritt der Nationalsozialistinnen und Nationalsozialisten brach dann diese äußerst kontroverse Debatte Anfang der 30er Jahre ab und fand in der Emigration auch erstmal überhaupt keine Fortsetzung. So. Erst dann im Zug der neuen Frauenbewegung, so ab den 70er Jahren, wurde dann das Thema Geschlecht wieder zentral, die sogenannte zweite psychoanalytische Weiblichkeitsdebatte. Die Debatte in der BRD war dabei stark durch die Rezeption US-amerikanischer Autorinnen, Shulamith Firestone, Kate Millett, Juliet Mitchell und andere beeinflusst. Und auch hier war wieder die Haltung der Frauenbewegung gegenüber der Psychoanalyse zwar von einem allgemeinen Interesse, vor allem auch an den Methoden kollektiver Selbsterkenntnis und Veränderung, verstehen, sich selbst besser verstehen geprägt, aber auch von großen Vorbehalten. Bis zum Ende der 80er Jahre stellte dann die Auseinandersetzung mit der Psychoanalyse in feministischen und geschlechtertheoretischen Debatten einen festen Bezugspunkt dar. Also sehr kontrovers diskutiert, aber die Beschäftigung überhaupt mit Psychoanalyse war sozusagen eine der wichtigen theoretischen Grundlagen, wenn man als linke Intellektuelle sich damals mit Geschlecht beschäftigt hat, hat man zumindest so ein bisschen Psychoanalyse gelesen. Das hat sich dann später geändert und sie ist ein bisschen verschwunden. Als feministische Variante psychoanalytischer Sozialpsychologie inspirierte das Diktum von Juliet Mitchell, die hat dabei eine wichtige Rolle gespielt, die hat gesagt, wer die Unterdrückung der Frau begreifen und wirksam bekämpfen will, kommt an der Psychoanalyse nicht vorbei. Das war sozusagen der eine Pol der Diskussion, der andere Pol war wieder, wie auch schon in den 20er Jahren, die Feststellung, dass Freud auch legitimiert, normativ legitimiert, die bürgerliche Geschlechterordnung.
So, ab den 1990er Jahren, wir nähern uns der Gegenwart, verschiebt sich ein bisschen die Diskussion. In Deutschland spielt da die Diskussion um Psychoanalyse gar nicht mehr so die große Rolle, in Frankreich und Amerika. Vor allem gibt es dann wichtige Texte noch. Ich brauche jetzt mal einen Schluck trinken. Ich bin bestimmt heiser hinterher. So, ab den 1990er Jahren also wurde die familialistische Argumentation, die lange den Fokus auf das Verhalten konkreter Bezugspersonen des Kindes, sogar auf konkrete Erziehungsmaßnahmen gelegt hatte, durch symbol- und sprachtheoretische Ansätze relativiert. Das ist ein wichtiger, entscheidender Wandel in der Theoriebildung. Also bei Freud zum Beispiel, der hat ja über die konkreten Eltern geredet. Ne? Die konkrete Mutter, den konkreten Vater. Und das setzt sich auch in diesen ganzen Debatten weiter fort. Deshalb familialistisch. Es geht um die konkrete Familie. Und jetzt ändert sich das ein bisschen, der Fokus verschiebt sich. Nicht mehr die Erziehung im engeren Sinne, also wirklich Erziehung im engeren Sinne. Die Mädchen kriegen Puppen, der Junge kriegt LKWs und Pistolen und sie arbeiten sich an den ganz konkreten Eltern ab. Nicht mehr die Erziehung im engeren Sinne stand mehr im Mittelpunkt der Betrachtung, sondern die Konfrontation der Kinder und Jugendlichen mit den kulturellen Symbolsystemen, vor allem der Sprache und den Diskursen. Also da taucht dann zum Beispiel die Frage auf, wenn Freud noch so einfach sagen kann, das Kind erkennt den anatomischen Unterschied der Geschlechter, ne, im Ödipus-Komplex, so entsteht jetzt die Frage, was heißt das überhaupt? Also wie wird überhaupt diskursiv da erstmal der Unterschied der Genitalien als ein ganz zentraler Unterschied überhaupt erst konstruiert, den dann das Kind hinterher erkennen kann? Der Penisneid wurde dabei schon ab den späten 70er Jahren nicht mehr wie bei Horney unter Berufung auf eine angeblich natürliche Heterosexualität beiseite geschoben, sondern als Phallusneid dechiffriert. Es geht jetzt nicht mehr um den Penis, sondern um den Phallus. Das heißt, der Phallus ist sozusagen die symbolische Qualität. Der Neid gilt nicht dem Penis als Organ, sondern dem, was er kulturell symbolisiert. Die aggressive Selbstbehauptung und Autonomie gegenüber der Mutter und der durch sie symbolisierten weiblichen Welt. Irene Fasts Konzept der nachträglichen Rekategorisierung von Beziehungserfahrungen im Lichte des kulturellen Geschlechterdualismus ermöglicht nun neue Erklärungen der psychodynamischen Entwicklung von Geschlechtsidentitäten. Also dieser Begriff der Rekategorisierung soll meinen, dass das Erlebnisse, Erfahrungen, die das Kind macht und die auch leiblich erinnert werden, die auch bewusst erinnert werden, nun sozusagen unter dem Vorzeichen des Geschlechterdualismus neu sortiert werden. Manche Erlebnisse gelten als weiblich, andere gelten als männlich und nicht zueinander passen, sich ausschließend. Die symbolisch vermittelte Konfrontation mit der Geschlechterdifferenz, und hier ist jetzt wichtig, die symbolisch vermittelte Konfrontation mit der Geschlechterdifferenz. Wichtig ist jetzt zum Beispiel der Akt des Sprechenlernens, die Konfrontation mit der Sprache. Diese symbolisch vermittelte Konfrontation wird von dem Kind demnächst zunächst auch als Skandal und narzisstische Kränkung erlebt. Also narzisstische Kränkung meint als eine Selbstwertkränkung. Dem Kind wird abgesprochen, also der Junge darf bestimmte Eigenschaften nicht haben, das Mädchen darf bestimmte Eigenschaften nicht haben. Das ist etwas Kränkendes, wo sich auch wieder gegen gesträubt wird, wie gesagt. Deshalb auch von Freud die Beobachtung, die Kinder nehmen im Ödipus-Komplex beide Positionen ein. Auch der Junge hängt der bewussten Fantasie an, mal die Mutter zu heiraten und von ihr mal den Vater zu heiraten und von ihm Kinder zu kriegen. So, bei kleinen Kindergartenkindern kann man das manchmal noch beobachten, wie die da so im Vergleich dann zu den meisten Erwachsenen sehr lustig noch mit rumspielen quasi. So, zugleich stellt aber diese geschlechtlich dann systematisierte Grammatik der Begierden, so Hagemann White, auch eine Möglichkeit dar, einen neuen Umgang mit dem kindlichen Erleben der getrennten Existenz von Alter und Ego zu finden. Das Verhältnis von Alter und Ego ist ein äußerst konfliktreiches. Letztlich könnte man auch sagen, da geht es um den Konflikt zwischen Autonomie und Abhängigkeit, dieser ganzen Ambivalenzen im Streben des Triebes zwischen Autonomie und Abhängigkeit. Das ist ein hochkonfliktuöses Geschehen. Und dieses Erleben wird nun in geschlechtlich kodierter Form zur sinnvollen Erfahrung.
Weiblichkeit steht dann für Nähe, Abhängigkeit, Hingabe, Männlichkeit für Distanz, Selbstbehauptung, herrschaftliche Bemächtigung. So, also dieses Schillern oder diese Dialektik, diese Ich-Du-Dialektik wird quasi aufgetrennt. Der Autonomie männlich, Hingabe, Selbstaufgabe, Selbstaufopferung weiblich. So. Dabei wird, zumindest in den neueren Ansätzen, immer wieder betont, wie sehr dieser Umgang, diese Rekategorisierung immer auch als unabschließbare, aktive und teilweise auch widerspenstige Fehlaneignung der kulturellen Vorgaben durch die Subjekte zu verstehen ist, als ein sich sträuben. Es geht nicht glatt in die Subjekte rein, das ist hier sehr zentral, sondern die sind aktiv dabei. Ne, denen steht sozusagen ein Symbolsystem gegenüber und die Kinder eignen sich dieses aktiv an und sie können es auch durchaus sich fehl aneignen. So, der Junge kann zum Beispiel, oder der dem ein Jungsein zugeschrieben wird, dem Kind, kann zum Beispiel darauf beharren, nein, ich bin ein Mädchen. So, ne, das wäre eine durchaus, im Sinne dieser Theorie, eine durchaus denkbare, gar nicht überraschende Möglichkeit. Ich komme noch zu einem Ausflug zu Lacan, weil dieser Aspekt des Scheiterns oder dem, dass da etwas nicht aufgeht, das Scheitern jeder Identität und jeder Sozialisation ist etwas, das von dem französischen Psychoanalytiker Jacques Lacan besonders intensiv hervorgehoben wurde. Nur vielleicht ganz am Rande, nächste Woche oder auf jeden Fall demnächst gibt es ja noch einen Vortrag von Erich Fromm hier in der Runde, oder über Erich Fromm in der Runde. Und da liegt ein Unterschied in dieser Vorstellung von, dass Sozialisation immer etwas ist, was auch nicht gelingt. Bei Fromm ist die Betonung viel stärker auf dem Gelingen. Bei Fromm gelingt die Sozialisation tendenziell und die Leute entwickeln einen Sozialcharakter, in dem sie dann wirklich mit ihren Rollen übereinstimmen, quasi. Die Mädchen werden wirklich weiblich, die Jungs werden wirklich männlich und es geht so ein bisschen dieses konfliktuöse Moment verloren. Gut, Lacan ist wichtig, weil der für diese französische und amerikanische Linie eine ganz zentrale Rolle spielt. Wenn es heute aktuell, wenn man Texte liest zu feministischer Psychoanalyse, stützen die sich meistens auf diese Lacan-Linie. Und Lacan fasst den Trieb nochmal ein bisschen anders, nämlich als Ergebnis eines spezifisch menschlichen Mangels. Mangel ist da ein zentraler Begriff. Er hat einen großen philosophischen Hintergrund natürlich. Die Idee ist, da Menschen sprechen und symbolisch von der unmittelbaren Gegenwart abstrahieren. Also wenn man sprechen kann, kann man von der Gegenwart abstrahieren. Ich kann mir zum Beispiel einen Löwen vorstellen. So, weil ich kann mir das vorstellen. Und ich kann mir vorstellen, hier liefe so ein Löwe lang, auch wenn das real gerade nicht passiert. Ich kann darüber nachdenken, was Freud so denkt, auch wenn Freud hier real im Raum gar nicht anwesend ist. So. Aber das ist sozusagen der philosophische Hintergrund. Also auf jeden Fall, da Menschen nicht in der unmittelbaren Gegenwart leben, der Zugang zur Welt und damit auch zu sich selbst immer symbolisch über Gedanken, letztlich über das Gespräch mit anderen vermittelt ist, entsteht eine untilgbare Kluft zwischen ich und du, allgemeiner zwischen ich und der Welt, halt der Mangel. Ein Weltbezug, der beim modernen Subjekt besonders scharf deutlich wird. Und hieraus, bei Lacan, ergibt sich ein Begehren. Das ist sozusagen der zweite Begriff. Der Mangel und jetzt ein Begehren, den Mangel zu überbrücken. Begehren und Mangel sind nach Lacan das Movens des Sexuellen, also des unbestimmten Triebes, des Unbestimmten. Er redet deshalb vom Sexuellen, oder in den Übersetzungen, er wird geredet vom Sexuellen, nicht von der Sexualität. Die Sexualität ist dann erst wieder das Ergebnis, wenn sich das Sexuelle festmacht an bestimmten Objekten, es eine feste Form kriegt, es ein festes Begehren wird und dieses Begehren darauf zielt, imaginär den Mangel zu überwinden, eine Befriedigung zu erreichen. Das ist aber nach Lacan halt nur imaginär möglich, der Mangel ist letztlich unaufhebbar. So, bei Lacan ist der Mensch ein Wesen, was immer weiter begehrt, was nie mit irgendeinem Objekt, irgendeiner gefundenen Form zufrieden sein kann. Das ganze Leben ist eine Suche nach Befriedigung, die sich an verschiedensten, einander ablösenden Objekten festmachen kann. Wobei auch die älteren Objekte
unbewusst erhalten bleiben. Lacan spielt, wie gesagt, in der französischen und US-amerikanischen feministischen Psychoanalyse-Debatte eine große Rolle. Und auch da mit all den Wechselseitigkeiten ähnlich wie bei Freud, natürlich ist auch Lacan ein patriarchaler Denker und es gibt vieles an ihm zu kritisieren. Aber auch er, auch ihn kann man sozusagen ziemlich konstruktivistisch lesen, weil auch bei ihm ist als Psychoanalytiker gibt es nicht so etwas Festgelegtes. Also gerade bei Lacan hat der Trieb nicht irgendwie ein festes Objekt. Es gibt keinen heterosexuellen Trieb oder keinen homosexuellen. Der ist nicht mal auf Menschen bezogen. Er kann sich an allem festmachen letztlich. Mit Lacan lässt sich halt gut zeigen, dass Männlichkeit und Weiblichkeit, ich sage jetzt immer mit Lacan, eigentlich beziehe ich mich eher auf Leute wieder, die mit Lacan dann das weiterentwickelt haben, aber sich auf ihn stützen, also Irigaray zum Beispiel. Mit Lacan lässt sich zeigen, dass Männlichkeit und Weiblichkeit nicht als kohärente Persönlichkeitseigenschaften zu begreifen sind, sondern im Sinne von Versuchen, bestimmte psychische Positionen einzunehmen, was immer auch scheitert. Die männliche Position ist dann die des Begehrens, des suchenden Abenteuers, der herrschaftlich sich bemächtigen will, etc. Die weibliche, die des passiven Begehrtwerdens. Das heißt letztlich, wie auch von Freud schon beschrieben, eine Position der Nicht-Individualität. Ihr mangelt es an Mangel. So hat Tovis Heuland das mal zusammengefasst. Weiblichkeit, symbolische Weiblichkeit, ist sozusagen eine Position, wo die quasi kein menschliches Subjekt ist, kein autonomes Subjekt. Da mangelt es an Mangel und deshalb auch an Begehren. Eine große Frage ist dann, in dieser Position der Weiblichkeit gibt es deshalb eigentlich kein Begehren. Das Wichtige ist jetzt aber natürlich, dass es hier um die symbolischen Positionen geht, nicht um reale Menschen. Das ist auch etwas, was Lacan selbst immer wieder betont. Den realen empirischen Menschen werden zwar bestimmte symbolische Positionen zugeschrieben, aber sie eignen sie sich, wie gesagt, auch immer eigenständig und widersprüchlich an. Und in der modernen Gesellschaft zumindest wird insbesondere von den Mädchen verlangt, beide Positionen zugleich einzunehmen. Also das ist dieses Konzept der doppelten Vergesellschaftung, könnte man damit in Verbindung bringen. Frauen wird auferlegt, liebevoll und aufopferungsvoll für eine Familie zu sorgen, sich zugleich aber autonom am Arbeitsmarkt zu behaupten. Also die sollen quasi beide Positionen einnehmen. Klug denken können, was die männliche Position wäre, die abstrakte Position, die Position des Symbolischen. Gleichzeitig aber auch diese nicht individuierte Position einzunehmen, des Verschmelzens mit anderen Menschen etc. So. Ich komme auch schon jetzt zum letzten Teil. Wie gesagt, in all diesen Ansätzen erscheint Geschlecht weniger durch direkte Erziehung ansozialisiert oder konditioniert, antrainiert, sondern durch das Erlernen der symbolischen Ordnungen vermittelt. In diesem Paradigma argumentiert auch Judith Butler. Und damit möchte ich schließen. Butler betont, dass die Aneignung der Sprache, also bei ihr ist die Sprache dann das Zentrale, nicht nur der Sprache entsprechende, heteronormativ begehrende Körper produziere, sondern dabei zusätzlich eine undenkbare und unlebbare Zone, so nennt sie das, die bevölkert werde von, Zitat, verworfenen Wesen, bedrohlichen Gespenstern und Höllenfiguren des Dritten. Wir begeben uns hier, wie Sigmund Freud gesagt hätte, in das innere Ausland des Unbewussten oder zu den anstößigen Körperwünschen, von denen Alfred Lorenzer spricht. Weil die alten Befriedigungserlebnisse unbewusst leiblich erinnert halt fortleben. Die sind nicht einfach weg. So, ne? Es ist dann zwar irgendwann im bewussten Erleben geschlechtlich systematisiert, trotzdem bleiben anstößige Körperwünsche, wie Lorenzer sagen würde. Die gefundene hier heteronormative Begehrensstruktur, wenn wir von der hegemonialen Begehrensstruktur ausgehen, ist zunächst allerdings etwas sehr Festes, Fixiertes. Das hatte ich ja gesagt, der Trieb neigt dazu, sich zu fixieren. Freud hat von der Klebrigkeit der Libido geredet. Die Begehrensstruktur ist in der Regel etwas sehr Festes und wurde ja auch schon in der Anmoderation gesagt, gerade Geschlecht ist etwas sehr Fundierendes für die Begehrensstruktur und von daher etwas sehr Festes. Der Leib in seinen Wünschen wirkt daher hier oft konservativer als das aufgeklärte queere Bewusstsein zum Beispiel. Das eigene Begehren passt eventuell nicht zu den politischen emanzipatorischen Ansprüchen. Sicherlich eine Erfahrung,
die zu reflektieren wichtig ist. Auf der anderen Seite ist aber eine aggressiv verteidigte heterosexuelle Identität, wie zum Beispiel bei diesen Initiativen von besorgten Eltern, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die diese Demos gemacht haben gegen Sexualkundeunterricht, gerade so Pegida-Spektrum ein bisschen, würden sie wahrscheinlich bezweifeln. Auf der anderen Seite ist eine aggressiv verteidigte heterosexuelle Identität wiederum auch immer nur illusionär und um den Preis von Unbewusstmachungen zu gewinnen. Und die Angst vor diesem Verworfenen in einem, das das Selbstbild verstören und erschüttern würde, bleibt virulent. Also der Leib kann hier sozusagen sowohl subversiv als auch konservativ wirken. Ich gucke mir das gerade in meinem aktuellen Forschungsprojekt an, bezogen auf häusliche Aufteilung von Kinderpflege. Also da gucke ich mir das Affekt, also wie Väter die Kinderpflege erleben. Und das ist sehr spannend, weil erstmal der empirische Befund dazu ist, dass die Diskurse sehr aufgeklärt sind mittlerweile oder sehr, was heißt aufgeklärt, sehr egalitär sind. Also es herrscht in zumindest einem individualisierten, bildungsnahen Milieu sehr stark Diskurse aktuell vor von die Väter sollen sich selbstverständlich auch um die Kinder kümmern, das ist ganz wichtig, das ist für die Väter, fühlt sich das auch gut an und ist eine Bereicherung und so. Erstaunlicherweise folgt die Praxis dem nicht. Die Praxis der Kinderpflege ist ungeheuer konservativ. Meine Studis glauben das immer nicht, aber das ist so. Also da ist Statistik tatsächlich eine sinnvolle Sache, Zeitbudgetstudien, wo man das sehr genau zeigen kann, dass sich in den letzten 30 Jahren da praktisch gar nichts geändert hat. Also es stimmt einfach nicht, dass sich Väter statistisch messbar mehr um Kinder kümmern. Einzelfälle natürlich immer, aber nicht als breite Bewegung quasi. Während man gleichzeitig empirisch auch zeigen kann, dass sich die Diskurse allerdings, die Selbstbilder massiv verschoben haben. Auch die Wunschäußerungen, wenn man junge Männer fragt, die demnächst Vater werden, wie sie sich das denn so vorstellen, wie sie sich es wünschen, sagen die auch viel, viel mehr als vor 30 Jahren. Ja, ihnen ist ganz wichtig, dass das egalitär aufgeteilt wird und dass sie auch beruflich zurückschrecken würden. Sie machen es dann aber nicht. So, und auch auf der Ebene ist es halt sehr spannend, sich diese Ebene der Affekte anzugucken. Das ist das, was ich mache. Oder dieses fast leiblichen Drängens, so, wo dann so ein eher subtiler... ein subtiler Drang, sich von der Kinderpflege zurückzuziehen, eventuell Erklärungspotenzial hat. Das Verworfene und Unbewusstgemachte verschwindet aber natürlich nicht und es droht, da wird es dann politisch brisant, vor allem als Projektion wiederzukehren, also als die Bekämpfung im Anderen. Trans- und Homophobie können da ebenso die Folge sein wie Frauenfeindlichkeit, wo also das, was man an sich selbst nicht wahrhaben will, was aber trotzdem vorhanden ist, irgendein Ausdruck muss es finden und ein politisch schlimmer Ausdruck ist, wenn es dann halt projiziert wird. Das heißt, es wird jemandem anders zugeschrieben, es wird am anderen wahrgenommen und da wird es dann halt verfolgt. Gut, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.